liebe Filmfreunde, ja, ich bin's wieder, euer Alex, und heute geht's um den Johnny Depp Amber Heard Prozess. Der geht mir nämlich ziemlich auf den Sack. Geht sicherlich einigen anderen genauso. Ich möchte aber auch ein bisschen erläutern, warum mich dieses Thema allgemein dezent abfuckt. Gut, aber bevor wir loslegen, bum bum bum, hier unten, ihr kennt das. Wollt ihr mehr Content von mir sehen, nichts mehr verpassen? Ja, ihr kennt das Prinzip. Gut. So, warum nervt mich dieser Johnny Depp Amber Heard Prozess? Also, das hat ja mehrere Gründe und ich möchte jetzt nach und nach so ein bisschen durchgehen. Und es ist halt tatsächlich, man fragt sich manchmal, was zum Geier stimmt eigentlich mit der Menschheit nicht, dass man, ja, dass ich so ein Video machen muss. Weil dieses ist nämlich auf vielen Ebenen sehr problematisch, meiner Ansicht nach, dieser Prozess. Naja, und der erste Punkt ist, ich weiß, Menschen stehen auf Schmierentheater, ich weiß, Menschen stehen auf Drama, gerade wenn es bei Prominenten ist. Ja, davon leben Illustrierte ja, wenn Prinzessin XY, ne, da wieder hat sie nicht, ne, hat die berühmte Schlagersängerin eine Affäre, hat er seine Frau betrogen, da stehen ja Leute drauf. Ein bisschen Sensationsgeilheit kann ich auch noch nachvollziehen bei gewissen Leuten, ne, wenn gerade wenn es mal wieder langweilig ist und dass man auch ein bisschen seichte Ablenkung haben möchte von den ernsteren Themen, die wir gerade haben, weil ich denke mal jetzt, nachdem wir über 2 Jahre, ne, eigentlich immer nur Corona, 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 Corona hatten, jetzt seit Ende Februar den Ukraine-Krieg, jetzt kommen auch noch die Affenpocken irgendwo her, vorher Klimawandel, es gibt sehr, sehr viele ernste Themen. Und dass Leute da vielleicht ein bisschen Abwechslung brauchen und ein bisschen Unterhaltung, ist auch vollkommen verständlich. Und man kann sich jetzt über die Relevanz einer Nachricht, wie dass Bibi sich von ihrem Macker getrennt hat, also dass sie jetzt getrennte Wege gehen, kann man streiten, ob das Nachrichten sind. Ich denke nicht, aber gut, sehen Leute anders. Und wenn das denen Spaß macht und es sowas Unverfängliches, Seichtes ist, ne, wer da eventuell mit wem geschlafen hat und so, ist das ja gar kein Drama. Nur bei diesem Johnny Depp Amber Heard Prozess steht ja doch schon ein sehr ernstes Thema im Zentrum und der Umgang der Menschen ist halt wirklich sensationell daneben, weil die Leute tun so, als ob das hier der große Schauprozess, ne, hammergeil, super interessant, besser als Kino. Es ist, wenn man so möchte, wenn man sich auch anguckt, wer da alles aussagt, es ist fast schon die bestbesetzte Miniserie mit einem Drehbuch, das sich kein Mensch ausdenken kann. Von daher, das, wie gesagt, das Blöde ist, es steht halt wirklich was Ernstes im Kern des Ganzen. Und dass es halt wirklich so zu, ja, ich sag mal, so Talk-of-Talk-Show-Niveau zu so einer eher Trash-Unterhaltung für die Leute wird, ist bei solchen Vorwürfen und bei dem, worum es hier im Kern geht, ja, vollkommen daneben. Das ist halt keine seichte Unterhaltung, aber anscheinend ist das das, was die Leute gerade interessiert. Und wie gesagt, ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich will nicht die ganze Zeit nur über den Ukraine-Krieg hören, ich will nicht die ganze Zeit nur wieder Corona hören, Gottes Willen, neue Seuchen. Das Ding ist jetzt, wo Corona ein bisschen abflaut, zumindest was die mediale Angelegenheiten erstmal angeht. Man kann auch nicht nur über den Ukraine-Krieg reden. Es gibt auch noch genug andere wichtige Themen, die die Leute anscheinend schon wieder vergessen haben. Und vielleicht sollte man auch da mal wieder mehr einbauen, anstatt, ja, ich sag mal, so viel Zeit und Energie darauf zu verschwenden, in der Öffentlichkeit so einen Gerichtsprozess zwischen zwei Prominenten breitzutreten. Und das Einzige, was das einem eigentlich wieder zeigt, ist, dass manche Leute in einer komplett anderen Welt leben und ich denke auch mal die Relevanz des Prozesses an sich, die ist erstmal, ja, relativ gering, wie gesagt, auch wenn ein ernstes Thema im Zentrum steht. Also ich halte das halt sowieso für an sich relativ unnütz, das in dieser Form so breit zu treten, wenn da ehemalige Eheleute einen Rosenkrieg haben. Na, weil auch das zentrale Thema halt hier komplett zur Nebensache bei manchen verkommt, muss man auch ehrlich sagen. Na, und es offenbart sich ja auch, wie manche Leute vielleicht auch zu dem Thema oder dieser Problematik stehen.
Naja, also wie gesagt, es gibt sicherlich wesentlich wichtigere und interessantere Nachrichten, über die man berichten sollte, als diesen Prozess. Ich bin bei sowas immer der Meinung, das öffentliche Interesse ist hier halt nur da, weil Leute auf Tratsch und Klatsch stehen. Ja, ich kann es den Medienhäusern nicht verübeln, dass sie es machen, weil die Leute wollen die Scheiße ja haben. Was traurig ist. Der zweite Punkt ist nämlich, weshalb mich das so ein bisschen abfuckt, ja, wie gesagt, nicht nur, dass es halt so den Medien bereitgetreten wird, sondern egal auf welcher Seite man steht oder wie man die Situation beurteilt, eine Sache sollte ja auch ziemlich klar sein. Egal, wer hier die Wahrheit sagt oder wer wo was dazu erfunden hat, weil ich denke, dass beide, ne, hier keine Unschuldslämmer sind, was die Darstellung des Ganzen im Gericht betrifft und auch in der Beziehung. Ist halt einfach so, dass wir es hier wahrscheinlich mit zwei Leuten haben, die wirklich persönlich einige Problemchen haben. Na? Also bei Depp mit dem Alkoholproblem, Drogenproblem wäre nicht der erste Hollywoodstar und es scheint ja auch einiges dran zu sein. Ne? Es sind ja nicht nur Vorwürfe Hertz, was das Thema angeht. Und auf der anderen Seite haben wir ja, Frau Hurt, die da auch scheinbar diverse Probleme hat. Weil, naja, wenn auch nur die Hälfte von dem, was Depp dann wieder anbringt, auch nur die Hälfte stimmt, hat sie halt auch ja, psychisch leichte Probleme. Wie gesagt, die Depp aber auch haben dürfte. Und das gibt der Ganzen auch noch so eine Dimension. Mentale Probleme oder Erkrankungen sind tatsächlich ein ernstes Thema. Und wir haben jetzt hier zwei Leute, die ja, das so durch die Öffentlichkeit ziehen. Ich finde das schwierig. Ne? Vor allem, weil, sind wir ehrlich, weil es so ein großer Prozess ist und wie die Leute damit umgehen, ist es halt auch wirklich hier eher Klatsch und Tratsch wieder mal und Schmierentheater. Genau das sollte man ja mit ernsten Themen wie auch zum Beispiel psychischen Erkrankungen sicherlich nicht unbedingt machen. Ne? Und dann heißt es, ja, ich stelle bei Amber Heard eine bipolare Störung fest. Herr Depp hat das und jenes und dieses. Das sind Sachen, Awareness ist gut, dass Leute wissen, hey, das gibt es und das ist nichts Verwerfliches. Aber den Effekt hat das hier nicht. Das ist dann, hier machen sich Leute, ergötzen sich Leute daran, dass andere Leute wahrscheinlich psychische Erkrankungen haben, Probleme hatten, wirklich harte Probleme auch in der Kindheit teilweise. Und das ist für die Leute Entertainment. Und nicht im Sinne von, arme Depp, arme Hurt, das ist, eigentlich sollte man die beiden mit ihren Problemen, die sie offenkundig haben, nicht miteinander nur, sondern auch für sich so, vielleicht auch eher Mitleid haben, auch wenn es Multimillionäre sind beide und große Stars. Sollte man vielleicht eher Mitleid haben, anstatt dann da sich so raufzustützen und voll geil das Drama. Und zeigt auch wieder, dass Menschen, viele Menschen im Umgang mit gewissen Sachen wenig Medienkompetenz haben und auch ja ungefähr von der Wand bis zur Tapete denken und im Cluster hängen bleiben. Weil wie kann ich denn riesen Spaß daran haben und mich da so ergötzt und so sein, wenn da zwei Leute mit mentalen oder psychischen Problemen sich in der Öffentlichkeit komplett zum Joghurt machen? Da sollte ich teilweise, wenn ich jetzt so Sachen höre, ohne jetzt sagen zu wollen, das war so oder war nicht so, dass zum Beispiel Amber Heard Johnny Depp ins Ehebett gekackt haben sollte, das ist was, das ist für mich, wenn ich sowas höre, erstmal schäme ich mich dafür, dass andere Menschen sagen, ne, das ist spannend, das ist wirklich so Fremdschämen. Und sollte das stimmen, was treibt einen dazu, jemandem anderen einen Haufen ins Bett zu setzen? Da sollte ich vielleicht mir auch eher Gedanken machen, nicht, und das ist ja oft denn der Tenor im gerade online, ne, dass die dumme Schlampe sonst was da, ne, da sollte ich mir eher Gedanken machen, was treibt einen Menschen dazu und was muss bei diesen Menschen an Problemen vorherrschen, dass der so das löst? Ich weiß es nicht. Ne, und mit Depp, ich habe mich jetzt auch nicht im Detail immer, weil ich kriege nur mit, dass da unheimlich viel ist und bla bla bla. Auch mit Depp so gewisse Sachen, auch wenn viele Leute sich auf seine Seite schlagen, es ist doch eher so, ich muss sie doch nicht bemitleiden,
weil er jetzt sein Ruf geschädigt ist oder ähnliches, bin jetzt mal gemein, als Schauspieler nehme ich ihn oft schon gar nicht mehr ernst, seit er Jack Sparrow gespielt hat, so geil Jack Sparrow ist. Subtilität hat er in vielen seiner großen Filme nicht mehr an den Tag gelegt und immer so ein bisschen dieses reine omnipräsente I'm in there, in your face. Nicht über grandioses Schauspiel, sondern oft einfach, ich nehme jetzt mal Grindelwald als Beispiel, dass es optisch halt so war, dass man halt kaum anders hingucken konnte. Ja, aber auch Johnny Depp, muss man klar sagen, man sollte ihn hier eigentlich eher bemitleiden, nicht für alles, was er Amber Heard vorwirft, sondern tatsächlich dafür, dass er anscheinend auch ein ziemlich verkorkstes Leben hat und anscheinend die Millionen da nicht reichen, um sich die Tränen wegzuwischen. Ja, aber viele bemitleiden ihn eher, weil er ja der ja, Engel ist, den die doofe Trulla da dann zerstören möchte. Also, wie gesagt, wir haben hier zwei Leute mit offenkundig psychischen Problemen, die hier aufeinander rumhacken wie sonst was. Und man sollte sie beide eher bemitleiden, auch dafür, dass sie das so in der Öffentlichkeit tun, anstatt sich daran zu ergötzen und dann am besten noch Partei zu greifen und dann zu ergreifen und eine Person zu bemitleiden und die andere zu dämonisieren. Ja. Und gerade wie es ja auch aktuell geschieht. Und dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt, was wieder den Umgang mit diesem Thema angeht. Der Fall ist doch für viele ein Meme. Ich nehme jetzt mal das bewusste eine Beispiel, wo es ja dann auch schon tausende Videos gab, ne, bei TikTok oder so ein Sheet. Ja, wo Amber Heard ja hat ja in diesem Prozess wohl ausgesagt, da habt ihr nicht bei TikTok reingeguckt, nur es entgeht einem ja kaum, ne, dass sie denn da erzählt hat, dass ihr Hund auf eine Biene getreten ist und dann verzieht sie das Gesicht so komisch. Ob das Schmierentheater ist, ob sie da einfach ungünstig, es wurde auf jeden Fall von den meisten Leuten aus dem Kontext gerissen und dann dieses. Ja, I step on a bee und dann, ich mache das jetzt nicht, damit das eben nicht auf diese Meme-Qualität runtergeht. Und wenn ich gucke, wo sich das alles verbreitet, ich stand neulich in der Pause an der Kasse im Supermarkt, wollte mir was zu trinken holen und vor mir so, lass die Bengel 12, 13 gewesen sein, keine Ahnung, ne, haben nämlich bei uns, neben meinem Arbeitsplatz, wo war denn da Leute auf die Ausbildung vorbereiten, auch noch ein Gymnasium. Und ich gehe mal von aus, die waren von da. Ne, weil es, glaube ich, auch die einzige Schule, die da direkt dran ist, dass die da dort einkaufen gehen. Außen passt es ja vom Alter her. Und die unterhalten sich dann die ganze Zeit. Und der eine steht da an der Kasse im Supermarkt. Ich stehe dahinter, den kann das leider nicht ignorieren. Man kriegt es halt mit, wenn man da warten muss. Macht dann auch das, als Step in the B. Wo ich einfach denke, so gehen auch junge Leute mit solchen Themen um. Das machen die ja nicht nur, weil es von sich kommt, sondern weil auch wir Erwachsenen teilweise sehr schlampig mit solchen Themen umgehen. Und dem hätte ich sowieso am liebsten, macht man ja nicht, ich weiß, aber am liebsten nicht wegen diesem Meme, was er denn da, als ob er gleich noch ein TikTok-Video aufnimmt. Nein, der hat dann auch, die verfolgen das und die begreifen vieles gar nicht, was da passiert. Der hat nämlich in diesen 5 bis 10 Minuten, die ich da an der Kasse stand, weil es sehr voll war, die nie wieder da einkaufen, wenn die anderen Schulen da Pause haben. Ich weiß gar nicht, wie häufig er in dieser Zeit Objection Relevance gesagt hat. Ich war echt kurz davor zu fragen, weißt du, Kacknase, eigentlich, was das bedeutet? Ne? Für alle, die jetzt mit Englisch sich nicht so gut auskennen, Objection ist ja halt das, was man im Deutschen auch kennt, Einspruch. Und Relevance ist halt, ne, wir sind vor Gericht, da kann ich nicht sagen, Objection, how is this relevant to the case? Ne, da ist es dann Objection, Relevance. So, nur dass das anscheinend so häufig in diesem Fall vorkommt, dass das bei manchen Leuten auch schon eine Meme-Qualität hat. Ich verfolge das ja nicht unbedingt immer so, aber so häufig wie der darauf rumgeritten ist, der fand das so geil. Objection, Relevance. Und die hatten alle keine Ahnung, was das bedeutet. Das heißt, die verfolgen diesen Fall mit 12, 13 Jahren, wo ich mir auch denke, habt ihr keine anderen Hobbys? Könnt ihr nicht, wie ich in dem Alter, zocken? Na gut, mit 12 noch nicht gerade und 12 und 13 noch nicht gerade Partys feiern und trinken. Das ging mit 14 los. Aber könnt ihr nicht irgendwas Sinnvolles mit eurer Zeit anmachen?
Und das Ding ist, die verfolgen solche Kids oder Jugendlichen, denke ich mal, nicht den Fall irgendwo über Nachrichtenseiten, sondern tatsächlich über TikTok, wo Leute sich über irgendwas lustig machen und dann, ne, wird das Ganze zum Meme. Deswegen, die schnallen, der hat da gar nicht geschnallt, was mit Objection Relevance gemeint ist. Na, aber Hauptsache erstmal rauspumpen, rauspumpen, rauspumpen. Na, also wenn man denen wahrscheinlich dann da irgendeine andere Worte in den Mund legen würde, ein bekannter TikToker oder so, denen die folgen, dann würden die zur Not auch in der Gegend rumrennen und, weiß ich, Heil Hitler rufen oder so ein Scheiß. Na, wenn man es denen einfach nur über TikTok reinprügelt. Deswegen sieht man auch, wie beeinflussbar teilweise doch junge Leute sind, vor allem in Richtung, wo man sich dann wieder schämen möchte. Weshalb ich diese kleine Anekdote erzählt habe, ist wirklich, es begegnet einem auch im tagtäglichen Leben. Ich bin nicht mehr am Handy, will durch die Nachrichten scrollen und sehe dann, Johnny Depp, ne? Und es ist tatsächlich, man steht da einfach nur, will einfach nur sein Wasser bezahlen und muss sich dann nach 5 Minuten anhören, wie irgendwelche Kinder oder Jugendliche ja, sich über diesen Prozess unterhalten und das auf einem geistigen Niveau, dass man wirklich denkt, seid ihr auf dem Gymnasium da richtig? Ja, also, Nein, aber diese Memeability dieses Ganzen, das ist auch schon wieder meiner Ansicht nach gefährlich, weil, wie bereits gesagt, es geht hier um ernstes Thema, das durch die Memes und durch die ganze Art und Weise, wie Internetkultur teilweise damit umgeht, der außen vor ist, der ignoriert wird. Es werden hier zwei Leute, die, wie gesagt, offenkundig irgendwelche psychischen Problemchen haben, einfach nur zum, ja, ich sag mal, Spaß irgendwie rangezogen. Ja? Also, es ist halt wirklich traurig. Es ist wirklich traurig, dass Menschen auf das Niveau sinken, dass sie halt, ne, bei ernsten Themen eigentlich nur noch mit Memes arbeiten können und sich über Sachen lustig machen können und irgendwie, ja, eigentlich nur konsumieren, aber es nicht mal begreifen, was da teilweise wirklich passiert. Damit sind wir nämlich beim nächsten Punkt, beim vierten. Das ist eigentlich der Kern des Prozesses. Also ich meine, gut, hier geht es jetzt um, ne, Depp sagt, sie hat meiner Karriere geschädigt, weil nur durch ihre Behauptung. Sie sagt, er hat meiner Karriere geschädigt, weil er die Leute auf seine Seite gezogen hat. So, das Ding ist, wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen klarstellen. Also erstmal, Johnny Depp hat diesen Prozess gegen The Sun, war das, glaube ich, verloren. Ist natürlich auch ein Klatschblatt, weil die ja behauptet, oder die gesagt haben, ne, er schlägt Amber Heard. Oder sie hat gesagt, er hat sie geschlagen, haben das rausgebracht, er hat die Klage verloren. So, hat das seiner Karriere geschadet? Natürlich. So. Er hat dadurch auch seine Rolle als Grindelwald in Fantastische Tierwesen verloren. Ich glaube auch nicht, dass der Film erfolgreicher gewesen wäre mit Depp. Ne, Dumbledores Geheimnisse besser wahrscheinlich auch nicht. Es schadet seiner Karriere natürlich, weil dadurch, dass er diese Defamation Process, also Verleumdungsklage gegen The Sun, verloren hat, ne, und das Gericht gesagt hat, bumm, die haben da ja nicht, ja, dir schlechte oder übel nachgeredet, scheint ja zu stimmen. Kann man jetzt natürlich sagen, auch wenn Depp sicher seine Probleme hat, anscheinend ist ja zumindest ein bisschen was dran, dass er hört nicht unbedingt immer auf Händen getragen hat. Das Ding ist, dass das eine toxische Beziehung von beiden Seiten anscheinend war, ist auch hier an der Stelle erstmal irrelevant. Das Ding ist, wenn ich natürlich so öffentlich da gegen angehe und da verliere, dann ist ja auch erstmal klar, dass dann gewisse Leute sagen, wir möchten ein bisschen Abstand von euch nehmen. Ja, also Roman Polanski, Harvey Weinstein, der hier Typ, der die Jeepers Creepers Filme gemacht hat, die sind ja alles Leute, die also wirklich daneben Dinge getan haben. Und dass das bei Leuten, auch beim normalen Publikum, vielleicht nicht ganz so gut ankommt und viele Leute jetzt zu Recht dann auch sagen, weißt du, ich kann es verstehen, wenn Warner Brothers einen Frauenschläger nicht haben möchte und dann, also zumindest nicht Front and Center haben möchte, ist verständlich, weil das Studio an der Stelle sich einfach denkt, ja, scheint nicht so geil zu sein.
ne, jemand, der so negative Dinge tut, da so negativ in der Presse steht, hier bei uns großen Film zu haben. Ja, ist halt scheiße. Ne? Ist für Depp scheiße, ja. Hat er die Sachen getan, ne, die Hurt ihm vorwirft, zumindest, und wenn es ein Teil davon ist, muss ja nicht immer gleich alles stimmen, dann muss ich aber auch klar sagen, egal was er für Probleme hat, dann hat er es vielleicht auch verdient. Eiskalt. Ne? Also wenn da jemand rumrennt und Frauen schlägt, dann darf er sich auch nicht wundern, wenn irgendwelche Studios sagen, ja, dich wollen wir nicht mehr in unserem Film haben. Ne? Gibt eine gute Möglichkeit, das nicht zu machen. Keine Frauen schlagen. Ne? Es häuft sich übrigens bei Warner Brothers. Also Ezra Miller hat da ja auch so diverse. Ne? Also deswegen, wenn Depp da Scheiße gebaut hat, dann soll er auch Arschbacken zusammenkneifen und dazu stehen und die Konsequenzen akzeptieren. Ne? So, jetzt kommen wir zur Kehrseite der Medaille. Dass Depp wahrscheinlich auch, und das war ist ja der Punkt, weil es ist eine toxische Beziehung gewesen, wie gesagt, von beider Seiten aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hurt immer oder bei allem gelogen hat und sich das alles ausgedacht hat, um Johnny Depp einen auszuwischen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Johnny Depp sich das alles ausdenkt, ne? Und nicht als Rechtfertigung, ich muss ihr eine klatschen, weil sie den Scheiß gemacht hat. Nee, ich gehe davon aus, die beiden haben sich einfach wirklich toxisch verhalten in ihrer Beziehung. Depp hat viel Scheiße gebaut, den Hurt nicht verdient hat, aber umgekehrt genauso. Und das ist ja eigentlich der Kern des Prozesses, dieses Thema mit einer toxischen Beziehung oder toxische Beziehung und was Menschen einander tatsächlich in Beziehungen antun können, aus was weiß ich für Gründen. Und das wird hier, wie gesagt, zum Meme und zur Unterhaltung. Und das ist halt tatsächlich eigentlich ein sehr ernstes Thema. Hätte man diesen Prozess ganz anders aufgezogen und nicht wirklich zu Promi-Schmierentheater, Klatsch und Tratsch, sondern wirklich einen Kernpunkt oder ins Kernzentrum gestellt, eine toxische Beziehung und das wirklich ernst aufgezogen und vielleicht auch mehr unter Publikumsausschluss, dass wirklich das, was nach außen an die Medien geht, ich sag mal, ein bisschen gefiltert ist, dann hätte das ja sogar noch was bewirken können. So haben wir jetzt hier aber gerade Leute, die, ja, ich nehme mal, das ist ja auch ein Stück weit mit dem Thema toxische Beziehung. Ich habe das noch nicht komplett durchgeguckt, weil das fast 5 Stunden dauert. Von Ingmar Bergmann, Szenen einer Ehe, sind ja 6 Szenen, um die 50 Minuten noch nicht alle gesehen, also in der TV-Fassung. Das ist ja auch eine Beziehung, die nach und nach auseinanderbricht. Das ist nicht so ein Spektakel wie dieser Prozess hier. Aber es ist, als ob ich da bei dem Film sitze und mich die halbe Hälfte der Zeit totlache und mir da irgendwelche Memes draus bastel, dass deine Ehe zerbricht und Leute zueinander scheiße sind wie sonst was. Und ich finde es halt unding, dass die meisten Leute das anscheinend gar nicht schnallen, dass das hier im Zentrum steht und dass das für die einfach stumpfe Unterhaltung ist. Also, fällt mir nichts mehr zu ein. Und wie gesagt, ist halt ein ernstes Thema. Ne? Und das ist nämlich jetzt der nächste Punkt, der mich nervt. Und das ist jetzt auch wieder, ich weiß, das ist dann natürlich recht politisch, das Ganze. Nicht nur, dass man sich hier nicht darauf konzentriert, dass wir hier eine toxische Beziehung mit zwei anscheinend geschädigten Menschen haben, oder nicht geschädigt, sondern Menschen mit argen Problemen, die zusammen Gift füreinander waren und sich gegenseitig ja wirklich Dinge angetan haben. Wie gesagt, egal wie viel jetzt da stimmt, ich sage es mal so, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, Hurt hat es nicht, sicherlich nicht verdient, dass man sie schlägt, und Depp hat es sicherlich auch nicht verdient, dass man, ich nehme das jetzt als Beispiel, ins Bett kam, ob sie es jetzt getan hat oder nicht. Ja, die haben sich beide nicht gut getan, haben sich beide Dinge angetan, und das soll eigentlich im Zentrum stehen, dass man sich dann, naja. Ich wollte ja eigentlich zum nächsten Punkt, wie das Internet auch neben den Memes reagiert, und ich weiß, das ist immer schwer einzuschätzen, weil das Internet schnell dafür sorgt, dass, ja, ich sag mal, 500 richtige Leute oder 500 echte Leute, die laut genug sind, wirken, als ob es Hunderttausende sind, die da dieser Meinung sind. Aber ich finde es halt krass, wie das Internet und auch viele Leute so in der Öffentlichkeit auf Johnny Depps Seite stehen. Von vornherein anscheinend.
Ich bin, wie gesagt, ich muss es differenziert sehen. Ich sage auch nicht, dass man von vornherein erstmal sagen sollte, die arme Amber Heard, ne? Der böse Depp hat sie geschlagen und jetzt, ja, ist egal, was Depp sagt. Nee, Amber Heard ist das Opfer, weil der Prozess zeigt, dass sie sicherlich ein Opfer ist, aber wahrscheinlich genauso Täterin war, genau wie Johnny Depp Täter gewesen zu sein scheint und auch Opfer. Ich habe jetzt, muss ich auch sagen, nur zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufnehme, war das Urteil noch nicht durch. Deswegen keine Ahnung. Ist mir auch egal. Nein, nur, dass die Leute hier sich instinktiv auf Johnny Depps Seite stellen, anstatt sie zurückzunehmen und zu sagen, ja, gucken wir doch erstmal, was dabei rauskommt. Ne? Was da noch im Prozess ist. Nein, die Leute stehen gleich auf Depps Seite. Weil je nachdem, aus welchen Kreisen es kommt, manche Leute denken einfach nur, sind wir ehrlich, Depp ist der größere Star als Amber Heard. Ich weiß, Amber Heard hat mit Aquaman gespielt, aber ich habe das Thema, ne, gerade wegen den Medien, Rummel und sowas, ja mit meinen Teilnehmern auch besprochen. Und ne, also wegen der Wirkung der Massenmedien allgemein, da bot sich das an. Und da musste ich da tatsächlich auch nochmal gucken, wo hat Amber Heard eigentlich noch mitgespielt? Außer Aquaman und halt Justice League. Ja, Drive Angry muss ich immer noch gucken. Vielen Dank für den nochmal. Das waren Fritz und Lea, waren das, die mir den geschickt haben. Also, sie ist halt jetzt kein Riesenstar. Aquaman hat geholfen, ihre Karriere richtig vorangebracht. Es wird Aquaman 2 nicht. Hier auch nochmal ganz kurz: das so viel hatte ich noch mitgekriegt, dass da wohl eine Person auch meinte, ja, was für ein Schaden ihrer Karriere da entstanden ist. Dass sie dann halt hier auf dieselbe Stufe gestellt wurde, ne, mit Gal Gadot und Jason Momoa zum Beispiel, die die Hauptcharaktere in ihren Filmen waren. Und sie war auch im ersten Aquaman, nennen wir es mal blöd, eine Art Support-Player. Ne, prominenterer Support-Player, aber war nicht ihr eigener Film. Ne, hat Auswirkungen, ohne Frage, ne, aber vielleicht ist das auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber gut. Johnny Depp ist einfach der größere Star. Den kennen die Leute und lieben viele Leute seinen 90ern. Und er hat auch viele geile Filme gemacht. Ich glaube, das spielt für manche eine Rolle. Die wissen halt nicht so ganz, wer Heard ist, aber Johnny Depp, die kennen ja Johnny Depp nicht die Person und die Probleme und was er tatsächlich vielleicht wirklich gemacht hat. Die kennen nur Johnny Depp, den Star. Johnny Depp, der Edward mit den Scherenhänden gespielt hat. Johnny Depp, der Captain Jack Sparrow ist. Johnny Depp, der, ne, das und jenes und dieses alles gespielt hat. Und die Öffentlichkeit liebt Johnny Depp. Na, was ja auch zeigt, dass die meisten ja, Jack Sparrow-artigen Auftritte in anderen Filmen, also mit Jack Sparrow-artig meine ich immer so ein bisschen weird affektiert und so, dass sie meistens auch große Erfolge sind. Außer Lone Ranger. man sieht es einfach, die Leute lieben Depp. Und deswegen halten sicherlich auch viele Leute zu Depp. Muss aber auch sagen, und da wird es jetzt wirklich ein bisschen. Wir haben natürlich auch Leute, die Johnny Depp nicht nur unterstützen, weil sie ihn lieben, sondern oder weil er halt der größere Star ist und man mit ihm vertrauter ist und mit ihm vielleicht auch mehr persönliche, ja, Verbindung hat über die Rollen, die er gespielt hat. Was bei Heard wahrscheinlich bei vielen Leuten ja gar nicht der Fall ist. Ich gehe auch aus, dass viele Leute ihn einfach unterstützen, weil. Ne, dass es nicht geht, dass da eine Frau sich darüber beschwert, öffentlich, dass sie geschlagen wird und da einem Mann mitschadet. Also die ganze Incel-Truppen, Incel nennt sich das ja, glaube ich. Und ne, das sind dann auch wieder Leute, wo man in Ecken des Internets, die ja leider gar nicht so dunkel und versteckt sind, wo man sich einfach denkt, Leute, Depp ist hier kein Unschuldslamm. Wie gesagt, ich sage nicht, dass er der Haupttäter ist, aber er ist auch kein Unschuldslamm. Und sich denn darüber zu mokieren, dass diese Amber Heard es wagt. Ne, als nächstes kommt dann wahrscheinlich das, was ne, sich die ganzen Damen einbilden, die von Harvey Weinstein sexuell missbraucht wurden und vergewaltigt wurden. Es gibt tatsächlich Menschen, die regen sich darüber auf, dass hier Frauen vielleicht sich auch über Unrecht aufregen. Und. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ne, komplett fälschlicherweise erhobene Anschuldigungen sind halt doppelt in sich blöd, zerstören das Leben einer anderen Person gegebenenfalls und das Ding ist, das bleibt haften. Selbst wenn da ein Unschuldsspruch kommt, es bleibt haften.
brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Der zweite Punkt ist natürlich, die tun der Sache an sich auch einen Nachteil, weil wenn Leute beim Lügen ertappt werden mit sowas, ist, da wir noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das immer ernst nehmen, sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dass man dann vielleicht auch das nächste Mal ein echtes Opfer ernst nimmt. Und wie gesagt, es geht, das ist ja das Schlimme, es geht den Leuten nicht darum, dass auch dieses Schmierentheater, ne, sicherlich nicht unbedingt immer hilfreich ist. Es geht den Leuten einfach nur darum, dass Amber Heard es wagt. Ja, und an der Stelle geht es vielen Leuten gar nicht mehr um Johnny Depp, sondern auch manchen Leuten nicht um Johnny Depp, sondern einfach nur, dass sie es wagt, da Vorwürfe gegen einen Mann zu erheben. Und ich sag's mal so, ich kann mit dieser ganzen Incel-Gruppierung Leute da, ne, wenn das noch so heißt, wie gesagt, das sind auch Sachen, da packe ich mir an die Birne. Packe ich mir wirklich an die Birne. Ne? Ich bin da ähnlich wie Dave. Also nicht ganz so wie Dave, aber ähnlich schon. So Inklusivität in Filmen, Diversifizierung oder die Diversity, nennen wir es Englisch, Diversity. Auch Frauenpower, nennen wir es jetzt mal doof so. Solche Sachen in Filmen finde ich gut. Allerdings gibt es auch einen Punkt, wo man eher das Gefühl hat, es geht hier um die Agenda und noch schlimmer um Zynismus des Studios, nach dem Motto, wenn wir sowas einbauen, stehen wir gut da und können mehr Geld machen. Den Studios geht es nicht um die Sache, denen geht es um die Kohle, sind wir ehrlich. Ich finde das klasse, wenn das in einem Film organisch drin ist oder wenn es halt wirklich ein zentrales Thema des Films ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn es zu aufgezwungen ist, weil ich immer der Meinung bin, nur weil ich das gut finde, dass Frauen mehr Rechte bekommen und auch, ja, ich sag mal, einiges an Ungleichheiten beseitigt wird und dass man auch noch dabei ist, gewisse Sachen an Ungleichheiten zu beseitigen. Ich finde es dann trotzdem schon manchmal nervig, wenn ich in einem Unterhaltungsfilm das aufgezwungen kriege und es dann halt auch wirklich nicht mehr der Sache dienlich ist, sondern einfach nur Cashgrab-mäßig reiner purer Zynismus. Und zwar so, dass es halt wirklich doof ist. Na, hilft halt der Sache nicht. So, aber das Ding ist, ich finde diese Leute schlimm, die halt dadurch, dass dann jetzt zum Beispiel eine Frau ist, wagt in der Zeitung zu sagen, ja, mein prominenter Mann hat mich geschlagen, dass die so ausrasten und so den Blick haben auf sie und wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was Amber Heard gesagt hat. Ich bin da kein Experte, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was davon alles stimmt, aber es werden ein paar Sachen davon stimmen. Und wenn auch nur ein paar davon stimmen, hat Depp es tatsächlich verdient, dass seine Karriere in den Bach runtergeht. Umgekehrt muss ich natürlich genauso sagen, wenn auch nur die Hälfte von dem, was Depp sagt, stimmt, hat Amber Heard es auch verdient, dass ihre Karriere erstmal in den Bach runtergeht. Dann sollten sie es lieber so machen wie manch andere Prominente oder Schauspieler, die denn da an persönlichen Problemen hart zu knapsen hatten, sollen sich erstmal um ihre Probleme kümmern und wenn sie die vielleicht beseitigt haben, dann wiederkommen. Aber gut. Also wie gesagt, dieser Prozess, der nervt mich aus diversen Gründen und das meiste hat tatsächlich eher damit zu tun, dass es so in den Medien präsent ist und dass wie Leute damit umgehen. Von, ne, dass man eigentlich die Kernproblematik gar nicht erkennt einer toxischen Beziehung, sondern hier wirklich sich einfach nur stumpf auf die Seite einer Person stellt und die andere platt machen möchte, weil, ja nicht, weil es mir um die Person geht, bei vielen oder bei einigen Leuten zumindest, sondern um irgendein verqueres Grundprinzip und irgendwelche obskuren Ängste. Es geht mir auf den Sack, dass irgendwelche ja Kids und Jugendlichen und auch manche Erwachsene an der Thematik komplett vorbeigucken und einfach nur die Meme-Möglichkeiten sehen, zu sagen, ey, ne, ich muss es jetzt doch mal machen, my dog stepped on a bee. Ne? Was soll so eine Scheiße? Bei den Leuten Shepherds, die merken es einfach nicht und wie gesagt, so wird mit so einem ja an sich im Kern sehr ernsten Thema und einem ernsten Prozess umgegangen und es ist halt, wie gesagt, für viele nur Schmierentheater. Und da muss ich jetzt natürlich auch mal hier Amerika den Vorwurf machen, wenn so ein gewisses öffentliches Interesse besteht, weil wir hier zwei Schauspieler haben, zwei bekannte Schauspieler, bitte doch trotzdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das geht die Menschen einfach teilweise nichts an. Und wenn man sieht ja, wohin es führt, wenn man den Leuten das präsentiert, die können damit nicht umgehen und machen nur Mist mit sowas und gefühlt verblöden sie immer weiter.
Ich möchte jetzt eigentlich hier von Professor Farnsworth so ein kleines Meme einbilden. Says, I don't want to live on this planet anymore. Wie gesagt, dieser Prozess lässt einem nicht nur an den Glauben an die Menschheit verlieren, weil man hier sieht, wie zwei Menschen, die sich angeblich mal geliebt haben, miteinander umgehen und vor allem der Rosenkrieg danach, sondern vor allem auch, wie die Menschen mit diesem Prozess umgehen. Es ist einfach zum Kotzen und man hat wirklich das Gefühl, die Menschheit ist dumm. Es tut mir leid, ist halt so. Man kriegt das, kriegt wirklich dieses Gefühl, dass sowas einfach nur irgendwelche Trolle, Idioten und Vollsacksäppel an die Öffentlichkeit zieht und die dann sich zu diesem ganzen Scheiß mit äußern müssen. Und zwar unqualifiziert, undifferenziert und wirklich auf Bildniveau. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, ich musste mich mal ein bisschen, ja, darüber auslassen, weshalb mich dieser Prozess nervt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet es ja trotzdem ganz, ja, unterhaltsam an dieser Stelle weniger, vielleicht interessant. Würde mich natürlich auch interessieren, haut es in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht. Also hier auch gerne. Ne, wenn ihr zum Beispiel auf Depp-Seite steht, auf Hört-Seite oder wie ihr das seht, könnt ihr schreiben, kein Thema, bitte keine Beleidigung, weder gegen Herrn Depp noch gegen Frau Hört, bitte auch nicht gegen mich, ne, gegen andere Nutzer. Haltet das zivilisiert. Wenn nicht, ja, ich mache da gar nichts. YouTube löscht den Scheiß ja schon teilweise, wenn es unzivilisiert wird. Naja, benehmt euch in den Kommentaren, dann diskutiert bitte gerne da auch. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal.